Liebe Gäste, ich freue mich sehr, dass ihr heute alle so zahlreich in die Galerie Nordlich gekommen seid, um die Kunstgriff-Eröffnung hier bei uns mit dem Fotografen Thomas Beller zu machen und unsere beiden Musiker Ralf und Jörg Schmidtke, die uns heute mit ihrer Musik erfreuen werden. Ja, und jetzt möchte ich kurz den Thomas Beller vorstellen, der vielleicht ein paar Worte zu seinen Arbeiten sagen kann. Ja, guten Morgen erstmal. Den Namen habt ihr ja schon. Ich sage wirklich am besten mal ein bisschen was kurz zu den Arbeiten. Was ihr hier so auf der linken Seite seht, und das ist eigentlich auch grundsätzlich der Ansatz, mit dem ich auch vorher schon in Gedichten gearbeitet habe, da geht es eigentlich um Selbstwerdung des Menschen. Also es geht eigentlich um die Dinge, wir alle sind ständig in Veränderungsprozessen drin und die müssen wir durchschauen. Und manchmal weiß man nicht genau, habe ich eigentlich jetzt Angst, irgendwie weiterzugehen oder was hält mich da vielleicht gerade auf und solche Sachen. Also wir müssen lernen, uns kennenzulernen, wenn wir im Leben weitergehen wollen. Und davon handeln diese Bilder. Man sieht hier so diesen Schmetterling, die in sich gekehrte Person, die aber schon die Flügel aufspannt und sich verändern will. Man sieht hier zum Beispiel in den dunkleren Bildern so einen Prozess, wo man noch gefesselt ist, aber ja, dann irgendwie schon diese Geste kommt, dass ich muss da raus, ich will das verändern in mir und so. Ja, den Rest, das könnt ihr selber mit den Bildern machen. Das ist ja nur ein Ansatz, mit dem man sich dann beschäftigen kann, sozusagen. Ja, Angebot zum Dialog. Ich freue mich ganz besonders bei unserer Top-Schleswig-Holsteinerin. Wann war das? Vor 2 Jahren? Ja. Das war doch super. Ja. Da hab ich der NDR angerufen und hat gefragt, haben Sie jemanden in Bonn so, der als Top-Schleswig-Holsteiner, habe ich gesagt, ja, Efe. Und das ist total schön hier. Und ich komme auch immer sehr gerne. Ich habe immer nicht so viel Zeit, aber ich bin sehr gerne hier. Freue mich so von überall her. Das spricht für uns, für euch und auch für Bonn so.